So, hallo, wir machen weiter bei Jump, Janked Up Mario Party. Und das letzte Mal haben wir in Welt 4 weitergemacht. Sind jetzt hier auf diesem Level. Aber dieses Level wird jetzt, glaube ich, noch einige Parts lang warten müssen, bis wir es spielen. Denn ihr habt vollkommen recht, wir haben Dinge nachzuholen. Wir haben Dinge nachzuholen, und zwar das Yoshi-Haus in Welt 2. Denn dafür braucht man den gelben Switch. Und den haben wir gedrückt, und damit sollte jetzt hier ein P-Switch liegen. Genau. Ich überlege gerade, was wollte ich denn noch nachholen? Oder kann ich? Ich glaube, das hier ist das, was ich jetzt nachholen kann. Und alles andere müsste sich dann Stück für Stück ergeben. Also auf jeden Fall, okay, da taucht jetzt da oben eine Tür auf. Da kommen wir natürlich ohne Yoshi nur rein. Huch. Hallo, Tür. Okay, das ist wieder so ein Item. Okay, alles klar. Schwupps. Und hier ist wieder ein Yoshi. Gut, das kann. Achso, doch, den kann ich jetzt durch die Tür mitnehmen. Okay, wo kommen wir jetzt raus? Achso, das ist quasi ein Exit. Ja, okay, das heißt. Okay. Hä? Aber hat der Exit jetzt irgendwas ausgelöst? Hä? Okay, Moment. Huch, wollte ich nicht. Nein, lass mich. Danke. Mal wieder da hoch. Hä, ist hier. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das scrollt nicht. Wenn ich hier hoch. Oh! Ja, Hallöchen. Ist das jetzt. Das ist doch. Sind das jetzt alles Exits, die ich nicht einsammeln darf? Nee, das scheint zu passen. Weil jetzt laufe ich ja nicht aus dem Level raus. Wait. Okay. Ich habe das jetzt mal rewindet, weil es ist ja kein Tod und nichts. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, wir machen in Zukunft Overworld Save States. Huch, wollte ich nicht. Stopp, zurück. Ich wollte nur hier beim Reden ein bisschen rumdrücken und dann bin ich in die Röhre zurück. Ja, Overworld Save States im Sinne von, dass ich nicht immer wieder irgendwelche Power-Ups holen muss und so. Das scheint doch für die Zeit etwas sinnvoller zu sein. Ja, aber wenn ich jetzt. Okay, was passiert, wenn ich jetzt das auslöse? Dann löse ich den aus. Dann ist Yoshi weg. Und wir laufen trotzdem wieder. Ah. Das ist nämlich das Problem. Man läuft immer aus dem Bild. Man läuft. Oh shit, ich habe keinen Yoshi. Nein! Man läuft immer aus dem Bild raus. Das ist natürlich nicht so cool. Sind hier nicht überall Leben drin? Nee, überall nicht. Huch, ich will nicht immer wieder rauslaufen. Meine Güte. Gibt's das denn? Ist hier auch ein Leben drin gewesen? Aha. Das ist eigentlich auch. Das ist sogar schneller, um Leben zu holen. Weil es gibt immer sicher zwei. Drei. Es gibt immer sicher drei Leben. Okay. Das geht ein bisschen schneller als mit dem anderen Gewurstel. Aber ich wollte jetzt nicht die Leben. Ich wollte da hoch. Dankeschön. Okay, machen wir das nochmal. Ach so, und deswegen konnte ich in die Röhre zurück. Deswegen konnte ich in die Röhre zurück. Dann soll ich das nämlich machen. Okay. Also hier werde ich jetzt rewinden, wenn ich mich verhaue, weil das sind ja keine Todes-Save-States oder so. Und 88 Münzen übrigens schon wieder. Was zum Geier?
Warum schaffe ich das immer? Das ist dann gerade... Also es ist ja nicht nur, die sind ja jetzt wirklich eine Zeit lang hier, weil wir kriegen ja keine Münzen dazu. Die bleiben jetzt da oben. Ja, okay, lass mich raten. Dieses Konstrukt sorgt auch irgendwie dafür, dass ich nach draußen komme. Natürlich. Ja, tschüss. Okay, irgendwo... Ja, aber... Und wo komme ich jetzt hin? Ach, das ist noch ein neuer Raum. Aber auch dieses Konstrukt sorgt mit Sicherheit dafür, dass man aus dem Level gebracht wird. Cool. Das ist cool gemacht. Okay, kann ich hier wieder in die Röhre zurück? Diesmal kann ich nicht zurück. Okay. Moment, was passiert, wenn ich das schon wegfahren lasse? Dann haben wir es doch. Lel. Nein! Haben wir es nicht, weil der... Ah. Okay. Okay, kann ich irgendwie dafür sorgen? Ja. Ne? Ich will es mal... Ich weiß nicht, ob das hier richtig war, weil es gibt ja hier noch eine Röhre. Gucken wir das mal nochmal rein. Okay, hier laufen wir auf jeden Fall nach draußen. Dann gibt es hier noch eine Röhre. Es gibt so viele Räume noch. Soll es wirklich der eine schon da in der Mitte sein? Weil das wäre ja schon... Da wären wir schon fertig. An sich. Hier geht's genauso. Okay, es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, in denen das geht. Das ist ja interessant. There's more than one way to beat... Ah! Ah, okay. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ah, okay, das ist cool. Das ist cool. Ich wollte schon sagen gerade, hä? Aber ich nehme mal an, die wir bisher gesehen haben. Also, die, wo es jetzt wirklich nicht ging, bei denen geht es auch nicht mit Tricks oder so. Hier komme ich nicht zurück. Ich will mir dann nur gerne die Räume noch anschauen. Vielleicht finden wir noch mehr Möglichkeiten. Ich würde gerne... Ach so. Ach so, okay, alles klar. Also ich nehme jetzt mal an, hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht, nehme ich an. Hier wüsste ich auch nicht, wie es gehen soll. Und hier haben wir schon gesehen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Nehmen wir den. Brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Cool. Coole Idee. Und dann kommen wir da jetzt offensichtlich sogar weit. Okay. Aquiferic Pressure. Das Level ist von Aterraformer und LOL Yoshi. Aha. Zwei Leute an dem Level gearbeitet. Watch out for Aquaman's attempts to tickle your feet. Down and B is your friend. Aber jetzt nicht. Aha. Komm ich hier hin? Ah, ins Wasserlevel. Achso, deswegen Down and B. Ja, gut. Damit ich hier nicht untergehe. Ja, von mir aus. Ups. Dann schwimmen wir da mal durch. Ich muss jetzt nur dran denken, dass ich keine Safe States mehr setze. Yoshi Coins gibt es natürlich auch. Bin nach wie vor begeistert, wie schön das ist, die hier einzusammeln. Ja, tschüss Yoshi. Nix, tschüss Yoshi. Ach so, ich kann da sogar stehen. Das sind vielleicht Muncher dann oder sowas. Das ist natürlich cool. Da brauchen wir auch keine Blume einsammeln. Oh, hier kann ich nicht mehr stehen. Ja, tschüss, Yoshi. Das ist ja schade. Na gut, dann halt nicht. Du darfst dich einmal verabschieden. Okay, da war es weg. Die zweite Blume würde ich gerne nicht verlieren. Wobei, also allein schon aus dem Grund, weil wir dann als nächstes... Ja, genau. Wenn wir klein gewesen wären, wären hier nur ein Pilz rausgekommen. Das wäre nicht so cool. Dann hätte ich jetzt doch schon gerne die Blume. Hui. Das ist auch lustig.
das wird nicht lustig. Doch, passt. Wunderbar. Ah, das war... Oh, das war eine gemeine Kombination, liebes Level. Das war gemein. Aber es war für die Yoshi-Coin. Also worth it. Okay. Da ist ein Ziel. Wenn hier kein Wasser wäre und wenn ich groß wäre, käme ich da ja rein. Aber hier ist Wasser und ich bin groß. Oh nein! Oh, sag mir nicht, dass ich die noch brauche. Bitte nicht. Okay. Hallo. Hallo, anderes Ziel. Ja, wohin denn jetzt? Hä? Okay. Ach, jetzt sta... Okay. Achso, nächster Abschnitt. Ja, gut. Wir haben zweimal ein Ziel gesehen. Wir haben zweimal... Okay, machen wir erstmal die Yoshi Coins. Wie komme ich... Ist es möglich, dass man das Wasser hier irgendwie... Aber wie soll ich denn da durchkommen, ohne dass da Wasser ist? Das geht ja gar nicht. Wir sind ja alles geschwommen. Ich wüsste nicht, wie man... Was ist, wenn ich jetzt hier rausspringe? Dann bin ich wahrscheinlich... dumm. Wahrscheinlich richtig dumm. Ach nee, hier kann ich auch rein. Ah, dann komme ich genauso hier raus. Na gut, okay. Das wäre ich dann vorhin mit der Röhre natürlich auch gekommen. Stimmt. Ups. Upsi. Okay. Oh, ist das blöd mit dem... Ah, ist das doof mit dem, mit den Manschern am Boden. Das ist vielleicht ein bisschen... Nein! Du erweckst die. Dich muss ich töten. Oh mein Gott. Nein. Mach das nicht. Oh, scheiße. Uiuiuiui. Hier in klein durch ist halt auch nicht so cool, glaube ich. Aber da hat doch jetzt gar nichts verursacht. Die sind doch jetzt trotzdem alle da. Ja, eben. Hat sich doch überhaupt nichts geändert. Oh Gott, hier in klein durch ist natürlich nicht so schön. Und vielleicht gleich, oh mein Gott, sind das viele. Und vielleicht gleich mal Power-Ups, wir haben ja direkt das Level daneben. Ja, ach so, natürlich, ihr könnt nicht durch Wände. Habe ich fast vergessen, dass ihr nicht durch Wände könnt. Jetzt wird's aber... unschön. Yep, ich glaube, wir gehen da mal ganz schnell... Dinge holen. Das war jetzt nicht so klug, weil... Ach, das ist gar kein Pilzblock. Okay. Auch interessant. Doch, es war klug. Ich kann ja so hoch. Nevermind. Einmal dich und einmal dich. Und... da hat eine Feder in dem einen Block war, glaube ich, will ich tatsächlich lieber eine Feder hier dabei haben. Ah, und jetzt kann ich durch die Röhre nämlich Yoshi sogar mitnehmen. Kann ich. Stirb! Stirb immer noch. So. Dann kann Yoshi hier nämlich einfach stehen. Haha. Easy. Muss ich nur aufpassen, wo er mir runterläuft, plötzlich. Dass er da dann nicht gerade getroffen wird oder so. Die Fische hier müssen wir auf jeden Fall wegessen. Nein, 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 nein. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass hier ist, aber es hat gepasst. Tschüss.
Tschüss, dankeschön. Wenn die nämlich weg sind, habe ich hier viel weniger Probleme, logischerweise. Und dich können wir direkt von da essen. Können wir nicht. Oh oh. Ui, das wird interessant. Noms. Sehr schön. Noms, ja, perfekt. Haben wir alle Yoshi-Coins schon zusammen? Gefällt mir, kann ich hier stehen? Jawohl. Das ist nicht so schön. Ach komm. Ja, wie. Oh fuck. Ah fuck. Okay, gehen wir ohne Yoshi weiter. Und ohne Power-Up und ohne alles. Nein. Ah, oh, das ist eine blöde Stelle gewesen. Jetzt bitte nicht sterben, sonst kann ich alles nochmal holen. Okay, alles. Nein. Nein, 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 Freunde. Ihr nicht. Okay. So, das Ding hat aber sowieso einen... Oh, jetzt komme ich hier raus. Da ist mein anderes Level. Ah. Oh mein Gott, der Kreis schließt sich. Okay, wo geht's hier hin? Huch! Ja, cool. Wo geht's hier hin? Oh, das wird gleich wehtun. This stage has two ways to play. Can you mystery the things of this puzzle? Was? Klar. Jetzt ist... Oh nein, jetzt ist das hier einfach... Jetzt ist das wirklich ohne Wasser. Jetzt muss ich da wirklich als großer bis nach hinten kommen und dann dort mit Spin Jump. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Schande. Okay. Wenn das jetzt noch schaffen, dem hat, ist eine ganz andere Frage. Weil das wird, glaube ich, das wird haarig mit da mit allem ohne Saves nach hinten zu kommen. Wobei die natürlich auch eine gewisse Hilfe sind, hier die Kollegen. Oh, und jetzt erklärt sich auch, warum da die ganzen Plattformen sind. Oh. Okay, wobei vielleicht will ich lieber klein sein, weil ich dann nicht so oft mir den Kopf stoße. Aber ich habe dann halt nur einen Hit. Hm. Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir sehr, sehr unschlüssig. Ich glaube, ich brauche die Fische gar nicht. Die zwei da am Anfang. Das wäre auch irgendwie dumm, wenn man die ganzen Level über mitnehmen müsste. Das wäre irgendwie richtig dumm. Dann würde ich vielleicht mir doch eine Feder organisieren. Weil ich glaube, die ist dann hier schon weitaus nützlicher als alles andere. Ach, ich Doofkopf. Ja, holen wir uns eine Feder. Und erstmal wieder ein paar Leben. Warum nicht? So, dann haben wir hier gleich wieder ein bisschen aufgeholt. Hier ist jetzt halt wieder die Frage... Warte, wir können natürlich auch Yoshi gleich wieder mitnehmen. Stimmt. Hier ist jetzt halt die Frage, setz jetzt hier einen Overworld-Save-State, sodass ich nicht immer wieder Yoshi und die Federn hole oder nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen möchtet. Ich werde jetzt für die nächste Aufnahme, das sind 3, 4, 5 Parts, je nachdem, wie weit ich komme, mal gucken, das machen mit Overworld-Save-States. Wenn euch das gar nicht gefällt, dann... Schreibt es, dann lasse ich sie wieder sein. Ansonsten Blame Counter. Ach, ich kann Yoshi nicht mitnehmen. Okay. Ansonsten Blame Counter, der das wollte. Sorry. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch direkt durch. Dann muss ich ihn gar nicht nutzen, meinen Overworld Save State. Ja, das ist jetzt so natürlich viel angenehmer. Oh mein Gott, ist das mit einer Feder angenehm.
nein! Nein! Ja, und jetzt ist halt diese Stelle angekommen. Ist halt jetzt lediglich, ich muss keine Leben holen, dann, wenn es mal knapp wird. Und ja, das ist eigentlich alles. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand viel dagegen hat. Ich habe natürlich... fuck. Ich habe natürlich da damit argumentiert, dass es halt bei einem Originalspiel auch nicht geht. Und dass man da halt auch alles holen muss und dass das irgendwie dann mit dazugehört. Aber naja. Ich verstehe auf jeden Fall, wenn man das nicht... Oh Gott, oh Gott. Wenn man das nicht haben möchte. Das ist ja richtig ekelhaft. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles auf einmal bitte. Oh oh. Kommst du mal hierher? Dankeschön. So. Super. Nein! Oh, ich glaube, wir waren knapp davor. Ich glaube, wir waren knapp davor. Ja, also wie gesagt, ich denke, das stört keinen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jemanden stört. Also wirklich stört. Man kann aus Troll jetzt natürlich sagen, oh, mich stört das. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil das jetzt nicht so die... Ich sterbe ja nach wie vor, der Counter kann auch nach wie vor weitergeschrieben werden. Ist alles gut, Chosen hat noch Arbeit. Ich muss halt nur keine Leben sammeln und Zeit verschwenden im Let's Play. Das ist ja der einzige Hintergrund. Es kostet halt alles nicht mehr. Oh Gott! Nicht mehr so viel Zeit dann. Was an sich ja dann eigentlich gut ist. So. Die heben wir uns auf. Ich hätte lieber die Feder. Dankeschön. Ja, wegen sowas. Die ist einfach deutlich angenehmer. Dann sind wir schon hier. Ist jetzt nicht gleich sogar schon das Level zu Ende? Wenn mich nicht alles täuscht. Ist natürlich auch Wunschdenken, teilweise. Jetzt geh halt weg. Dankeschön. Ich meine, da kommt nicht mehr... fuck. Ja, wir sind durch. Alles klar, alles gut. Wir müssen nur noch da oben rein. Aber wenn man jetzt nicht groß wäre, hätte man halt auch verkackt. Okay. Okay. Alles gut. Und wo komme ich jetzt hin? In eine andere Höhle oder was? Aha. Oh. Okay. Dann machen wir das nächste Mal erstmal die Höhle wieder weiter. Das ist halt das, was ich befürchtet habe, dass ich dadurch, dass wir hier im Yoshi-Haus Zeug freischalten... jetzt erstmal ganz andere Wege ergeben und werde erstmal nicht in Welt 4 weitermachen. Hier wollte ich übrigens nicht reinlaufen. Ups. Ja, dann machen wir das nächste Mal hier weiter mit dem wunderschönen Level Rapture of the Deep. Danke fürs Zuschauen und tschüss!